Ja, zum Glück sind sie draußen geblieben. Habt ihr alle geschlafen? Na los, findet das Verräterschwein! Okay. Ah, was gibt's hier? Komm erst zurück, wenn du die Tafel hast. Ja, Polemarch. Was verloren? Nicht verloren, gestohlen. Stentor schickt mich. Er sagte, ihr hättet Probleme mit Spionen. Mir wäre ein Athener-Spion lieber als ein spartanischer Verräter, aber er muss gefunden werden. Er hat eine Tafel mit wichtigen Informationen gestohlen. Wo ist dein Spion? Ist er noch im Lager? Die Frage sollst du beantworten. Ich denke nicht, dass er noch hier ist, aber er kann nicht weit sein, denn er wurde beim Überrumpeln der Wache verletzt. Ja, dann ist er safe nicht da. Das ist nicht die Art der Spartiaten. Ich finde den Verräter. Ja, also ob es die Art der Spartiaten war, ich finde einfach den Verräter. Wer er auch sein mag, er wird für seinen Verrat an Sparta bezahlen. Söldnerin, wenn dieser Mann Spartiat ist, dann töte ihn langsam. Ich werde die Tafel finden und mir den Schuldigen vornehmen. Das war jetzt zu aggressiv gesagt. Aber okay, naja. Hey, Red King. Genau, wo ist er hin? Ja, weiß er doch nicht. In welche Richtung ist er gelaufen? Die Männer sahen ihn zum Hügel rennen. Ach, also doch. Dort wird eine Verfolgung schwieriger. Was weißt du über die Gegend? Kannst du mir sonst noch etwas erzählen? Das Gebiet wird heftig umkämpft, aber Sparta gewinnt. Wir drängen die Athener zurück. Wegen des Krieges sind die Wälder und Berge allerdings zu Verstecken für Banditen und Söldner verkommen. Ich meinte eher über den Aufenthaltsort des Spions. Er ist verletzt und oben im Wald gibt es eine Quelle. An seiner Stelle würde ich dorthin fliehen. Und warum seid ihr da noch nicht hingegangen? Ich komme wieder, wenn ich die Tafel habe. Zurück mit der Tafel. Die Berge und der Wald von Megaris sind gefährlich und er hat sicher nicht allein gehandelt. Keine Sorge, ich kann es mit deinem Spionen aufnehmen. Kehre. Hier werde ich voll zum Grieche. Ich weiß schon, was Malakka und Kehre. Mehr braucht man nicht. Kein Wunder, dass Sparta. Kein Wunder. Kein Wunder, dass Sparta gewinnt, wenn die Athener einfach nur eins nach dem. Also einer nach den anderen hier reinreitet. So lustig. So, Moment. Ich wollte eigentlich die neue Quest annehmen: die verschwundene Tafel. Und ich habe ja einen Tyrrell gehört. Das ist noch so ein heftiger Tröter. Georgiana, die Furie der Meere. Sobald Georgiana, die Furie der Meere, die Segel setzt, dauert es nicht lange, bis sich Poseidons Meere rot färben. Es heißt, ihre Schiffe seien ihr egal gewesen und sie habe sie gerne geopfert, um feindliche Schiffe zu erobern. Das erinnert mich an die persische Kommandantin oder Admiralin, die Perser Flotte hatte eine weibliche Admiralin. Und in der Zeit als Frau so hochzusteigen ist ja extrem schwer. Und das Krasse war, die Spartaner und die Athener haben ja die Seeschlacht gewonnen. Und die persische Kommandant, Admiralin, Entschuldigung, oder der Captain, der ist entkommen, indem er seine eigenen Schiffe gerammt hat. Also die Perser hatten halt so eine Blockade und dann hat die, also mitten im Gewusel, hat die Captain oder Kapitänin befohlen, eins ihrer Schiffe zu rammen. Und dadurch dachten die Athener, das wäre ein Schiff von ihnen und haben das nicht angegriffen. Und dann konnte die
Ja, wegsegeln. So. Nur das als Fun Fact. Gut, du bist in der Nähe. Mach V und Das ist der Dieb. Der Scheinheilige. So. Ein spartiatischer Dieb. Oder Verräter. Das ist mal was Neues. Finde ich gut. Oh, wie der Mond halt durch die Äste durchscheint, ist schon geil. Sieht schon echt cool aus. Nein, ich brauche kein Licht. Geh weg. Geh weg, Hund. So. Natürlich habe ich sie. Aber die Hunde haben mich auf dem Weg nach draußen erwischt. Ah, wirklich schade. Denn so wirst du uns nur aufhalten. Andererseits bleiben dann mehr Drachmen für den Rest von uns. Warte! Bitte! Wir müssen das nicht tun! Tut mir leid, aber es gibt kein Bier mehr. Ja, ich war schneller. So, es gibt also kein Bier mehr. Das stimmt. Da hat er recht. Soll ich den jetzt echt befreien? Gut gemacht. Was? Was willst du? Wer bist du? Ich bin diejenige, die die Tafel zurückbringen wird, die du gestohlen hast. So, was ist bisher geschehen? Wir haben ein... Ja, stimmt, wann bist du gegangen? Wir haben... Du hast, glaube ich, das noch mit der... wie hieß die nochmal? Mit der Frau und dem Bauernhof und ihren Vater mitbekommen. Danach bist du, glaube ich, gegangen, soweit ich mich erinnern kann. Dann haben wir einen Vorort platt gemacht, also mit den ganzen Kriegsnahrungsmitteln und so weiter. Und dann haben wir die Pause gemacht, genau. Warum hast du die Tafel gestohlen? Warum hast du sie gestohlen? Um sie zu verkaufen. Die Athener würden gutes Geld dafür bezahlen. Ja. Wie bist du in das Lager gekommen? Spartiaten verdächtigen nie ihre eigenen Leute. Lieber schauen sie auf den Rest von uns herab. Malakis. Ja, da hat er einen Punkt. Gib sie mir. Ich werde nicht ohne die Tafel gehen. In diesem Krieg gibt es keine Gewinner. Aber es gibt Chancen. Vielleicht könnten wir uns einigen. Okay, entweder wir lassen uns bezahlen dafür, dass er davon kommt. Ich glaube, damit schwächen wir die Spartiaten hier. Du kannst abhauen. Glaube ich, dann bekommen wir die Tafel, aber er bleibt am Leben. Und drei ist, wir töten ihn. Nun, ich bin gerade gegen die Spartiaten oder Spartaner, ja. Okay, wir schauen mal, was passiert, wenn wir mit leeren Händen zurückkommen. Und wie könnten wir uns einig werden? Hier, nimm die Tafel und dies. Für deine Mühen. Niemand weiß, wer ich bin. Es muss keine weiteren Toten geben. Geh. Und komm mir bloß nie wieder unter die Augen. Ach so. Bringe dem Befehlshaber die Tafel zurück. Dann haben wir doch die Tafel bekommen. Okay. Ich dachte jetzt, das wäre so gewesen, so, ja, er bezahlt mich. Und, Bleib stehen! Oh!
Alter, der hat einen Triple-Schuss gemacht. Oh, stimmt, wir haben hier jetzt Dolche. Haha, wie cool. Boah. Aua. Lass mich in Ruhe. Mach es dir doch bitte nicht so schwer. Moment, ich muss mich gleich heilen. In 2, 1, 0, 0. Aua, block doch, Tante. Okay, ich versuche Zeit rauszuschinden und dann sind wir alle wieder zu Freunde. Warte, nee, ich muss mich heilen. Entschuldigung, ich musste. So, jetzt können wir reden. Wohin rennst du? Wohin kugel ich? Ja, stimmt, worauf warte ich noch? Gut, easy. Ach, das waren ja wahrscheinlich jetzt die Soldaten, die das abholen sollten. Gut. Bin wieder da. Etwas spät, aber immerhin. Yay. Warte, in der Nähe? Was ist in der Nähe? Ach so. Das habe ich gesucht. Ja, das mache ich gleich. Aber jetzt. Das, Autsch. Warte. Was ist das denn? Kann ich mich vielleicht nützlich machen? Ich habe diese Tafel gefunden. Ich kann nicht lesen, aber sogar ich weiß, dass es seltsame Zeichen sind. Ich glaube, es ist ein Schlüssel und dass der Mann, für den ich arbeite, unseren Laden nutzt, um die Soldaten auszuspionieren. Das sieht wie eine verschlüsselte Nachricht aus. Seltsam, dass ein Ladenbesitzer so etwas schreibt. Ich war heute allein in unserem Laden. Er weiß, dass ich sie habe. Er wird kommen, mich zu töten. Ich muss diese Tafel einem Befehlshaber zeigen. Ich soll die Beschützerin spielen. Das ist es. Wirst du das für mich tun? Das ist es. Ja, das ist halt voll cool. Bei mir bist du sicher. Lass ihn in Ruhe. Geh da weg, sonst töte ich dich. Wie soll ich das denn... Wie hätte ich das denn machen sollen? Das war die Zensur. Wie hätte ich das denn machen sollen? Du Depp. Schau mal. Du hättest da hingehen sollen. Mann. Gut, dann kann ich ja jetzt stehlen. Der braucht es ja jetzt nicht mehr. Alter. Geh da mit der Faust auf die drei bewaffneten, gerüsteten Soldaten. Naja, okay. Gut. Ja. Ich hätte wirklich, ich hätte wahrscheinlich meine Blendbombe werfen sollen. Du kannst hier nicht bleiben. Hast du den Schuldigen ausfindig gemacht?
Ich habe mich um ihn gekümmert. Hier ist die Tafel. Ja, an sich haben wir uns ja um ihn gekümmert, ne? Ja. Er geht jetzt zurück. Er wird dir keine Probleme mehr machen. Es war kein leichter Kampf. Aber ich besiegte ihn. Und er hat seine Taten mit seinem Blut bezahlt. Ja. Aber hast du die Tafel? Oh, ja, natürlich. Gute Lügnerin, sehr gute Lügnerin. Schon wieder ein Athena hier rein. Das ist ja echt komisch mit denen. Gut, dann Kassem. Dann machen wir mal die Quest hier. Die Athena Kriegskasse. So. Oh. Sonne geht auf. Schaut mal den Köcher, der fällt mir erst jetzt auf. Der sieht voll cool aus. Hm. So, die Sonne geht auf. Wir gehen weiter. Oh, hier ist eine Höhle. Ich schaue erstmal, was hier so alles rumkreucht und fleucht. Hier ist irgendwo ein Bär. Ich hoffe nicht bei mir. Nee, hier. Kämpft gerade der Bär mit denen? Nee, das ist ein Wolf. Komisches Spiel. Da ist der Bär. Aber so viele sind es gar nicht. Hm. So, hier ist auf jeden Fall irgendwas drinne. Innen drinne. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Gut, dann duck dich. Aber ich kann nichts sehen. Cool, ihr könnt. Okay, ich schau mal auf OBS. Ihr könnt das besser sehen als ich. Ah, jetzt hat es das Licht angegangen. Sehr gut. Was brauche ich denn das ganze Eisen? Also ich will nur wissen, ob das wichtig ist, was ich gerade mache, oder ob das einfach nur ziemliche Zeitverschwendung ist. Ah, vielleicht brauchen wir das für einen Schmied? Könnte sein. Hey, Rake. Festung Geranea, beeindruckend. Sicherlich bewahren die Athener hier ihre Kriegskasse auf. Ich sollte Ikarus einsetzen, um mir zu helfen. Hast du doch schon. Ressourcen braucht man in jedem Spiel. Ja, schon klar, aber für was braucht man diese Ressource? Meine ich. Okay, also die haben eine Festung auf eine fette. Auf eine fette Höhle gebaut. Das ist ein bisschen unrealistisch. Und das Wasser würde ich auch nicht mehr trinken. So, das war's. Hm.
Wirst du schon noch herausfinden. Okay, alles klar. Werde ich wohl. Zum Glück gibt's hier Gras. Ich muss da hoch. Aber unauffällig. Wer pfeift denn da? Ein Vogel. Jetzt ist es eh weg. Oh. Ja. Sehr schön. Sperrgebirt. Gebirt. Mischung aus Sperrgebiet und Gebirge. Ein Bart. Ein harter Bart. Also komme ich rüber. Sehr schön. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe keinen Bock auf so Helikopter oder so Verstärkung. So. Was ist denn der? Da ist er. Ich glaube, ich kann von hier da nicht drauf schießen. Bam, bam, badam, bam, bam, badam. Aber vielleicht von hier. Alter, ich hab den Pfeil mit meiner Hand abgefangen. Ha! Ich hab überlebt. Okay, hier tötet er erstmal den. Bye-bye. Verliebtheit. Ist der Bär tot? Oh, schade. Vielleicht hat er ein bisschen was. Bisschen was erwischt. Kann ich ihn runterschmeißen? Nee, ich glaube, der prallt da ab. Ich glaube, das macht mehr Schaden. Na, nee, genauso viel Schaden. Aua, tritt doch nicht. Das kann ich auch. Aua. Aua. Oh. Wie wir uns nur gegenseitig treten. Das ist ein bisschen unfair, was ich da mache, ne? Glaube ich. Komm mit dem Pfeil. Denke ich die ganze Zeit, der Bär ist bei mir im Spiel. Achso. Ah, wie cool. Wer ist da? Es
scheint alles in Ordnung. Kann ich hier durchschießen? Was war das denn? Oh, jemand will die Feuerschale. Ne, die Feuerschale habe ich ja deaktiviert. Komm nur. Na komm. Ja, das läuft gerade sehr gut. Okay. Aua. Nee. Ich will nur nicht sterben. Ach, sieh mal da. Da ist einer. Das ist so ein Kopfgeldtyp. Oh Mann, wie peinlich. Das war doch ein Mensch. Ich seh mal nach. Ist mein Pfeifen so schlecht? Boah, das läuft gerade sehr gut. Und ich bin stolz auf mein Achievement der Trolligkeit. Oh, verdammt. Oh. Oh oh. Ich bin in eine Sackgasse gegangen. Egal, die werden sicher nicht darauf kommen, dass ich im Haus bin. Schatzi. Kann ich hier durch? Aha, wie cool. Oh. Sehr gut. Nope. Also, die Male davor war es auf jeden Fall ein bisschen besser. Also dezent, ganz wenig, aber es war besser.
Das ist sehr, sehr dumm, jetzt alleine so da zu stehen. Aber ich danke dir dafür. Vor allem, wenn man weiß, dass er... Scheiße, Mann! Ich liebe es, mich selbst zu entzünden. Vor allem, wenn man weiß, dass hier eine Assassine ist. Dann geht man doch nicht alleine, oder was? Oder wie, oder was? Na gut, dann machen wir mal den heftigen. Voll an seiner Nase. Piu! Ah, schön. Schön, dass du mich nicht hörst, du taube Nuss. So, ich werf den mal da drauf und zünde es dann an. Ja, zerbrech die Vase. Die hat dir was ganz Übles angetan. Ah. Frischer Fisch kommt auf, heute auf den Tisch. So. Ja, das ist auch so ein hipper Dude. So, jetzt bist nur noch du und ich da. Der schaut zu mir, oder? Nee, schaut er nicht. Aber der schaut. Der ist mit dem Kopf lehnt da an der Wand. Das ist unpraktisch. Mal schauen, ob er checkt, wenn hier was... Nein, wenn hier was brennt. Das. Hab mich umsonst auf. Ja, und jetzt sterben wir. Du Penner. Also der hat sich gerade geheilt, oder? Das war... Ein Dodge-Move à la Matrix. Heftiger Dude. Wieso verstecke ich den eigentlich noch? Hier gibt's ja keinen mehr. Ah, nicht das beste Lager, aber auch nicht das schlimmste. Naja, bis jetzt schon.